Weiter geht's mit der nächsten Folge Frostpunk. Ja, das Spiel hat mir so viel Spaß gemacht. Deswegen ist das eine lange Aufnahmesession gewesen. Und ja, ihr wisst, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal rein ins Game. So, was haben wir da? Das ist der Friedhof. Ja, gut, wenn der kalt wird, das ist halt scheißegal. Aber dann haben wir hier das Zelt upgegradet. Hier, dann können wir das Ding gleich mal mit dem Zelt noch. Den Zelt noch. Okay, jetzt sind gerade 15 Leute obdachlos. Aber nur für kurze Zeit. Wir upgraden euer Haus. Siehst du? Wusste ich nämlich. Die Hoffnung steigt. Guck mal, unzufrieden auf 0, Hoffnung gestiegen. Schön. Und die Rohstoffdepots können mehr lagern. Und das gehört offensichtlich gerade nicht dazu mit dem Essen. Gut, dann machen wir halt wirklich Depot. Rohstoffdepot. 40 Holz, 20 Stahl. Ja. 40 Holz, 20 Stahl. Das wird das nächste. Komm schon, ein Stahl. Gib mir einen Stahl. Bitte gib mir noch einen Stahl. Sehr schön. Ah, das heißt wahrscheinlich Straßenbau oder so? Ich habe keinen Plan. Wie jetzt aus? Geschlossen zu dieser Tageszeit. End of Shift. Aber die bauen das noch zu Ende, oder? Ja, sehr gut. Essensrationen. Bums. Sehr schön. Können wir nämlich auch mal ein bisschen mehr lagern. Für schlechte Zeiten. Sägewerk ist noch kühl. Dass das kühl ist, ist okay. So, was können wir noch brauchen? Generatorleistung können wir bald mal. Machen jetzt erstmal noch das Treibhaus und dann fangen wir an mit der Wobei, wir fangen vorher mit der Generatorleistung an. Oder? Gut, wir haben gar keinen Stahl dafür. Ja, und die Reichweite erhöhen wir auch von dem Ding. Guck mal, jetzt habe ich sogar mehr Arbeitsplätze, als ich brauche. Ja, nee, aber gut. Wir machen schon erst das andere. Das Gewächshaus. Kaum arbeitet man in Isolierung. Wow. Synthetschätzung ist dann. Friedhof ist kalt, Rohstoffdepot ist kalt. Das müsste ja insgesamt. Das ist ja nicht schlimm, dass das kalt ist. Aber guck mal, dann haben wir. Siehst du, eine schon mal für schlechte Zeiten. Eine weniger. Ja, schrauben wir den Verbrauch runter. Zum Rand der Stadt empor, sprachlos auf das Bild der Zerstörung. Eine Stadt der Toten. Die Knappheit an Nahrung, die ansteigende Verzweiflung, Ausschreitung, Plünderung und Anarchie. RIP. Hier sollten viele Siedlungen Bautrupp sein. Menschen, die ein normales Leben in von der Generatoren geheizten Häusern führen. Aber wir sind allein. RIP. Okay, was passiert jetzt? Hoffnung sinkt. Holy, sinkt die Hoffnung krass. Wir hätten England nie verlassen sollen. Alter, zum Glück ist die Unzufriedenheit nicht hoch.
Ich muss ihnen ein Ziel geben. Einige wollen alles stehen liegen lassen. Panik breitet sich aus. Ich muss ihnen ein Ziel geben. Wir unseren Weg. Die Leute sind aufgefüllt. Glaube und spirituell. Nee. Ordnung und Disziplin. Ordnung und Disziplin, Leute. Ja, Glaube und spirituelle Kraft, das ist. Das bringt uns viel mehr. Nachbarschaftswache. Neues Gebäude, Wachturm. Steigen die Hoffnung der Einwohner, die in der Nähe leben. Du musst 2 Wachtürme bauen. Ja, das ist ja nicht schlimm. Wir haben ja gerade Leute und Ressourcen. Diese Anlage wurde geschlossen. Weiß ich, was ist das? Ah ja. Was haben wir hier noch? Oh lol. What? Okay, gleich. Ist eh noch auf Cooldown. Dann machen wir mal Forschungsstil. Oh shit, das ist ja alles gerade. Hoffnung. Ordnung. Wachturm. 10 Holz, 5 Stahl. Gut, wir müssen gerade hier warten. Einige wollen gehen. Werden wir etwa ganz geordnet entscheiden, wenn es gehen wird? Beruhigt euch, wir werden nicht sterben. Okay. Es passiert natürlich jetzt gerade mitten in der Nacht. Ja, wobei Wachtürme kann man ja. Ja, shit, ne. Dann, Freunde. Na, Unzufriedenheit kann ich mir gerade nicht leisten. Ne, wir müssen warten. Bis morgen wird. Nicht, dass sie noch unzufrieden werden, dass das auch noch dazukommt. Und dann bauen wir Wachtürme, wenn ihr das wollt. Tendenz. Fuck. Verbleiben 24. Ja, wir kriegen das hin, Leute. Die Hoffnung sinkt die. Oh oh. Okay. Ich hätte das Gesetz mit der Kavallerie nicht verzweifelt. Wir müssen noch ein paar Tage durchhalten. Okay, ich habe 2 Tage Zeit jetzt. Eieiei. Macht jetzt noch irgendeiner was? Oder bin ich jetzt komplett RIP? Wollen wir mal, das ist natürlich der ungünstige Zeitpunkt. Ich hätte niemals, ich dachte, ich erforsche einfach, aber das hätte ich nicht machen dürfen. Schneeklippe. Ja gut, arbeitet jetzt keiner mehr gerade? Ernst gemeinte Frage, wir haben es. Ne, noch ist die Schicht nicht, ne? So. Wachturm. Freunde, ja? Kennt ihr den Wachturm? Ist doch so ein Zeugen Jehovas Ding hier. Todd, ich wollte einfach nur euch Baracken bauen, aber jetzt wollt ihr irgendwelche dummen Wachtürme. Aber wenn ich das lieber ist. Dann kriegt ihr halt Wachtürme. Steigert die Hoffnung auf 15%.
der auch so eine geringe Reichweite hat. Shit, ey. Das sollte gerade so passen hier. Hopefully. Komm schon. Leute, wir haben Hoffnung. Let's hope. See, ich hab doch noch genug. Bald wird's kalt. See, da denkst du, du hast es. Und dann hast du es nicht. Vor allem, ich weiß gar nicht, was die wollen. Eigentlich geht's denen halt echt saugut. Ja, ihr habt Essen, wir haben Kohle, wir haben eigentlich alles. Ja, wir haben alles genug zur Abwechslung mal. So, bauen wir hier mal schöne Straßen. Dann steigt die Hoffnung auch hoffentlich. So, wo habe ich noch? Ist das auch noch Zelte hier? Die sind noch nicht. Die sind noch nicht gewachturmt. Ich glaube, ich werde diese eine Jagdhütte abreißen müssen. Ah, ich habe genug Essen. Okay. Ein bisschen Hoffnung haben wir. Wie können wir noch mehr hoffen? Ich hätte halt einfach diese scheiß Arena bauen müssen. Kriegt ihr halt eure Fick-Arena hier. Schöne Arena. Wir haben ja genug. Also das Ding ist ja, wir haben ja gerade wirklich von allem genug. Ja, ihr habt nur keine Hoffnung hier, Leute. Ja, ich weiß nicht warum. Irgendwas kriegen wir noch hin. Irgendwas. Technologie, Generatorreichweite. Irgendwas, was die Hoffnung aufbaut, ey. Für alles brauche ich dann mehr Stahl. Baut die Hoffnung auf. Vielleicht finden ja die Speer Hoffnung. Wenn die da, wenn die Leute finden, dann haben wir da vielleicht Hoffnung. Nahrung haben wir jetzt gerade Verlust, weil ich so ein Ding abgerissen habe. Muss ich mir noch wieder aufbauen. Erstmal. Weil erstmal habe ich ja gesagt, ich will ja noch einen Wachturm bauen. Boah, nein, wir brauchen Wachtürme. Nicht genug Stahl. Komm schon. Stahl. Kastenstahl. Jawoll. Und Nahrungsmittel. Oh lol. Das wollte ich nicht. So. It's time off. Shit. So, wo ist denn jetzt noch kein Wachturm? Guck mal, hier, gibt uns Hoffnung. Eine kleine Kammer. Hier lebt jemand, aber die Person, die wir von beiden sahen, ist verschwunden. Flüchtling aus Wintersheim. Ein Wissenschaftler.
ernannte sich Anführer, ein Armeehauptmann zu dem absoluten Herrscher. Ja, nimmt die Rohstoffe. Frischquellenwasser. Gehen wir hier auch nochmal hin. Das ist das Lager der Amerikaner. Sternwarte, Kohlemine. Kann man nochmal zurück nach Winterheim? Offensichtlich. Ja, ich hab's geahnt. Wir hätten nicht nach Winterheim gehen dürfen. Komm, bau fertig. Junge, wir brauchen Hoffnung. Da auch. Joanna, give me hope. Okay, was haben wir denn hier? Kinder, die noch übrig sind. Die können natürlich keine Gesetzeshüter spielen. Oh Gott, wenn das eine Versprechen nicht wäre. Ich habe 115 Leute im Wachturm. Ich weiß gar nicht, wo der Rest wohnt. Müssen wir gleich mal gucken. Oder müssen wir jetzt mal gucken, vielmehr. So eine schöne Top-Down-Übersicht, das wär's. So, also, gucken wir mal. Wachtürmer. Einwohner. Da hinten noch nicht, oder? Ja, hier hinten müssen wir auch nochmal einen Wachturm bauen. Das machen wir auch gleich. Wir bauen da hinten einen Wachturm. Ich brauche irgendwo muss ich. Wo kann ich denn noch Kinder einsetzen? Nee. Wo haben wir denn noch? Da sind noch 15 stramme Arbeiter, aber da geht's auch nicht. Geht auch nur Ingenieure. Wenn ich denn wenigstens Ingenieur hätte. Kinder sind halt komplett useless. Oder was heißt komplett useless? Aber wobei, ich habe ja noch hier den Kohlehaufen. Das müssen halt komplett Kinder machen. Ja, traurig, aber ist so. Die Kinder und die Kohle. Okay. Ist die Frage, wo können wir noch Ingenieure statt Arbeiter einsetzen? Hier. Ja, ich brauche Arbeiter. Hilft nichts. Es hilft nichts. Ja, wir brauchen Arbeiter. Tendenz steigend. Wenn 24 Leute, dann ist echt RIP. Hoffentlich finden jetzt die Erkunder was Tolles. Was uns nochmal Hoffnung gibt. 34, alter Verwalter. Einige Flüchtlinge aus Winterheim, sie bieten einen traurigen Anblick. Scheint sich, wenn man sie fragt, wie sie die Hungersnot überlegt haben, weichen sie den Blicken aus und murmeln etwas von Flechten, die sie gegessen hätten. Ja, wir gleiten die mal zurück. Das gibt, vielleicht gibt das Hoffnung, wenn wir hier Flüchtlinge gefunden haben. Hoffentlich. Ja, auf jeden Fall sind das Leute. Temperatur sinkt. Shit. Das macht's jetzt nicht besser. Dann musst du wieder an.
Leider Gottes, du bist schon an. Alter. Das ist natürlich der ungünstigste Zeitpunkt, leider Gottes auch. Sanitätsstation und Wachturm. Jetzt müssen wir ja echt heizen. Leider Gottes. Reicht das noch vom Kohleverbrauch? Nee. Oh, Mann, ich will doch einfach nur einen Wachturm bauen. Und an der Stelle machen wir einen Cut. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wie immer, Feedback gerne in die Kommentare, was ihr gerne noch sehen würdet, was ich anders machen soll. Und dann sehen wir uns hoffentlich zur nächsten Folge Frostpunk.